Bevor der Kollege Rehberg das nun ausdrücklich bestätigen kann, hat der Kollege Sven-Christian Kindler die Gelegenheit, den Weihnachtsfrieden zu stören. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das müssen Sie nach meiner Rede bewerten, ob das nachher eingetreten ist. Vorneweg will ich eher mit etwas Positivem anfangen. Auch wir finden es gut, dass jetzt 3,5 Milliarden Euro für marode Schulen zur Verfügung gestellt worden sind. Wir unterstützen auch den Kommunalen Investitionsfonds und den Finanzschlüssel, den es gibt für die Kommunen in dem Rahmen. Also von daher begrüßen wir das. Ja, bringen wir uns schon mal positiv ein. Ich hoffe, die SPD wird jetzt auch weiterhin klatschen bei meiner Rede. Man muss ja trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Es war nachher nicht die Bundesregierung, die in den Haushaltsberatungen 3,5 Milliarden Euro vorgesehen hat für marode Schulen. Wir haben das beantragt in den Haushaltsberatungen, hat die Bundesregierung es noch abgelehnt, mehr für marode Schulen zur Verfügung zu stellen. Es waren nachher die Bundesländer mit ganz vielen Grünen in der Beteiligung, die dafür gesorgt haben in den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, dass dieses Geld jetzt fließen wird. Und das begrüßen wir und das müssen wir hier deutlich nochmal feststellen. Und man muss, glaube ich, auch noch mal darstellen, das wurde ja auch schon gesagt, das KfW-Kommunalpanel hat festgestellt, dass Investitionsstau in den Kommunen im Bereich von ca. 34 Milliarden Euro beträgt. Also Investitionsstau von 34 Milliarden Euro, 3,5 Milliarden Euro, da sagen wir auch klar, das kann und das darf nur der Anfang sein. Wir brauchen deutlich mehr, um bröckelnde Schulen und marode Schulen zu sanieren in Deutschland. Und die Frage ist ja, warum hat die Bundesregierung das eigentlich viel früher gemacht? Es liegt natürlich auch daran, gerade dass der Unionsteil der Bundesregierung, Herr Schäuble, lange überhaupt geleugnet haben, dass es überhaupt ein Investitionsdefizit in Deutschland gibt. Und auf einer mangelnden Analyse kann man auch dann keine gute Investitionsstrategie aufbauen. Wenn man sich anguckt, wurden die Investitionen dann auch gesteigert im Haushalt, wenn es mehr Geld gab. Das war aber eher das Prinzip Zufall. Wenn es gute, niedrige Zinsen gab, wenn es gute Steuereinnahmen gab, wurden Investitionsprogramme aufgelegt. Aber wenn man sich das im Finanzplan anguckt, ist das nicht nachhaltig, nicht dauerhaft. Die Investitionsquote stürzt bis 2020 auf 8,8% ab. Und da sagen wir, wir müssen jetzt dauerhaft mehr investieren in Deutschland. Wir machen eine dauerhafte und sinnvolle Investitionsstrategie in Deutschland. Denn diese Investitionspolitik nach Kassenlage, die ist auch problematisch für die Kommunen, weil natürlich wir auch sehen, dass das immer alles sehr kurzfristig gekommen ist, dass neue Investitionsprogramme aufgelegt wurden, ohne Plan, ohne Strategie. Und gerade für finanzschwache Kommunen ist das ein Problem, weil die eben nicht die ganzen Planungen zum Beispiel für Schulsanierung in der Schublade haben. Um das mal konkret zu machen, das plastisch zu machen, eine komplette Schulsanierung inklusive der Planung braucht bis zu 5 Jahre. Und gerade finanzschwache Kommunen haben häufig nicht die Ressourcen, nicht die Planung in der Schublade, um das dann sofort umzusetzen. Deswegen fordern wir auch auf, hören Sie auf mit dieser Zickzack-Investitionspolitik. Wir brauchen eine dauerhafte und eine verlässliche Investitionspolitik für unsere Kommunen in Deutschland. Und grundlegende Probleme werden eben leider auch nicht angegangen mit dem Bund-Länder-Finanzkompromiss und wurden von dieser Bundesregierung auch nicht eingebracht in die Verhandlungen. Wenn wir uns strukturschwache Kommunen in Deutschland angucken, dann sehen wir, dass die Schere zwischen Arm und Reich, gerade bei starken Kommunen und bei schwachen Kommunen, ich sage gleich was dazu, Kollege Kahrs, nicht so aufregend. Wenn man sich das anguckt, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht in Deutschland, wir einen Investitionsstau von 136 Milliarden Euro haben bei den Kommunen, wir sehen, dass es 50 Milliarden Euro Kassenkredite gibt, die Soziallasten bei Kommunen immer größer werden, dann brauchen wir strukturelle Lösungen. Wir haben vorgeschlagen, dass es dafür der Soli eben nicht abgeschafft wird, wie die Unionsfraktion das plant, sondern dass es eine Altschuldenhilfe gibt für überschuldete Kommunen, dass man den Soli erhält, neu begründet, neu ausrichtet und damit finanzschwache Kommunen unterstützt. Deswegen brauchen wir strukturelle, dauerhafte Lösungen, um finanzschwache Kommunen zu unterstützen. Das ist wichtig für die Kommunen und für unsere Demokratie in Deutschland. Und ich will Ihnen auch noch mal was sagen, auch wichtig ist, dass man das Kooperationsverbot endlich fallen lässt. Es ist völlig klar, dass wir mehr Bildungsinfrastruktur in Deutschland brauchen. Wir brauchen schon ein Kooperationsgebot, brauchen wir endlich ein Abschaffen des Kooperationsverbots in Deutschland. Ja, und ich sage Ihnen auch gerne was zu Baden-Württemberg und zu Herrn Kretschmann. Herr Kretschmann sperrt sich nicht dagegen, dass es mehr Geld für die Kommunen gibt in Deutschland, um das noch mal klar festzustellen. Aber wir haben Konflikte. Ja, ich würde mal ein bisschen ruhig sein, liebe Union und liebe SPD. Wir haben Konflikte in allen Parteien um das Thema zwischen Bund und Ländern.
Und ich will noch mal daran erinnern, wer eigentlich das Kooperationsverbot in die Verfassung geschrieben hat. Das waren nicht die Grünen, die SPD, Kollege Kahrs, wer hat das Kooperationsverbot in die Verfassung geschrieben? Das war die SPD-Bundestagsfraktion, das war die Unions-Bundestagsfraktion. Und ich will mal lieber ein bisschen Demut, ein bisschen Kleinmut zeigen. Für das Kooperationsverbot ist die Große Koalition verantwortlich in Deutschland. Wir wollen das ändern. Ihr habt es eingeführt. Wir haben es beantragt, es zu ändern. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass die SPD mit uns in einem Strang zieht und hier keine billige Parteipolemik macht. Ich finde, da muss man ein bisschen mal runterkommen vom hohen Ross in der Frage. Wir haben durch die Große Koalition wurde im Haushalt nicht das Problem von strukturschwachen Kommunen gelöst. Es gibt keine gute Investitionsstrategie. Die Investitionen stürzen bis 2020 ab. Ich würde dafür raten, an diese Probleme zu arbeiten, liebe Große Koalition, als hier irgendwie polemische Reden zu halten, Kollege Kahrs. Vielen Dank. Also Herr Kindler, da Sie mich ohne Not ausdrücklich zu einer Bewertung aufgefordert haben, es fing weihnachtlicher an, als es geendet hat. Was aber verfassungsrechtlich ausdrücklich zulässig ist. Und jetzt ist der Kollege Rehberg dran.